Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Modding-Tutorial für den Bus-Simulator 16. Ich bin der Florian und zeige heute am Beispiel von Werbetafeln, wie Texturen von bestehenden Objekten im Spiel geändert werden können. So, wir öffnen zuallererst das Installationsverzeichnis des Bus-Simulators und erstellen einen neuen Ordner Modding, sofern noch keiner vorhanden ist. In diesem Verzeichnis werden wir nun unsere Modifikation erstellen. Den dazugehörigen Ordner nennen wir Billboard Staging, entsprechend dem aktuellen Arbeitsstatus. In diesem Staging-Ordner, der quasi das Root-Verzeichnis unserer Modifikation darstellt, erstellen wir dann den Mod-Ordner. Der Name dieses Ordners bestimmt den Anzeigenamen der Modifikation im Spiel. In diesen Ordner erstellen wir nun nochmal einen neuen Unterordner für die Texturen. Und müssen dann außerdem noch eine neue Datei texture.ini erstellen, eine Textdatei, benennen sie dann entsprechend um und ändern die Dateierweiterung ab und müssen das dann noch bestätigen. Diese Datei definiert alle Änderungen an den Texturen des Spiels. Diese Datei können wir nun mit einem Texteditor öffnen und definieren einen General Header. Dort hinterlegen wir zum Beispiel den Namen der Modifikation, definieren, dass die Modifikation aktiviert ist. Das ist quasi analog zu dem, was im Modding-Menü im Spiel passiert. Und definieren den Ordner, in dem sich die geänderten Texturen befinden. Dann speichern und schließen wir die Datei und wechseln zu dem Ordner Texture, wo wir unsere Texturen ablegen werden. Hier werden dann quasi entweder die JPEGs oder PNG-Dateien abgelegt und die In-Game-Texturen entsprechend überschrieben. In meinem Downloads-Ordner habe ich bereits einen Ordner mit allen veränderbaren Texturen gespeichert. In dem Videolink in der Beschreibung könnt ihr euch diesen Ordner herunterladen. In diesem Ordner suchen wir nun nach den Billboards-Texturen und öffnen davon die erste. Ihr könnt dafür jeden beliebigen Pixel-Editor verwenden. Ich bevorzuge Paint.net. Ihr könnt aber auch genauso gut GIMP oder ähnliches verwenden. Wir sehen hier nun die verschiedenen Werbemotive, die an den Tafeln beliebig zusammengestellt werden. Also das ist natürlich nicht die fixe Reihenfolge hier, sondern es wird zusammen gemischt. Als erstes gehen wir ins Dateimenü, speichern unter und speichern die Textur in unserem Projektordner ab. Wir ändern das Dateiformat in PNG und klicken Speichern. Die Default-Einstellungen hier in diesem Fenster, die können wir alles lassen und klicken einfach auf OK. Damit ist die Textur nun in unserem Texturordner gespeichert und wir können anfangen, die Werbemotive abzuändern. Dazu habe ich in meinem Projekteordner, in meinen Dokumenten, entsprechende Werbemotive vorbereitet, die ich nun einzeln in Paint.net öffnen werde. Nach dem Importieren kann ich über die obere Reihe zurück zu meinem Werbetafelmotiv wechseln. Bezüglich der Texturgröße gibt es nun etwas zu beachten. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf der oberen Reihe das mittlere Motiv auswähle, dann stelle ich fest, dass wir eine Größe von 684 Pixeln haben. Die Textur an sich für die Werbereklamen hat eine Texturgröße von 2048x2048 Pixel, wie ihr hier unten rechts sehen könnt, was sich natürlich schlecht durch drei teilen lässt. Entsprechend sind die Größen der einzelnen Motive hier ein bisschen unterschiedlich.
Und zwar haben wir in der oberen Mitte eine Breite von 684 Pixel, während die beiden äußeren von der oberen Reihe 682 Pixel betragen. In der unteren Reihe ist das linke Motiv mit 682 Pixeln und die unteren rechten beiden mit 683 Pixel breit versehen. Markiert es euch einfach, wenn ihr es nicht merken könnt, das stellt ihr dann fest. Meine Motive haben allesamt eine Breite von 684 Pixel. Entsprechend werde ich nun also für jedes Motiv die Bilder verkleinern müssen. Habe ich das Motiv verkleinert, dann markiere ich einfach alles mit Steuerung A, kopiere mir das mit Steuerung C rüber und mit Steuerung V, entsprechend wie ihr das gewohnt seid, füge ich das Ganze dann wieder hier drüben ein. Genauso gehe ich dann mit meinen anderen Motiven vor, hier für den Bausimulator. Entsprechend muss ich das eben wieder für die mittlere Größe eben kopieren. Hier passt die Abmessung in dem Fall schon, weil es ja das einzige mit 684 Pixeln ist und ziehe mir das Ganze dann eben entsprechend hin. Hier ein Tipp: Mit Steuerung Mausrad könnt ihr entsprechend in das Bild reinzoomen und dann könnt ihr es eben pixelgenau hin verschieben. Um das Ganze wieder zu deselektieren, drückt ihr die Taste S, um das Selektionstool zu wechseln. Genauso gehen wir jetzt mit den anderen Motiven vor. Hier haben wir so eine Simuwelt-Kombo mit einem Bussimulator. Müssen wir eben auch noch die Größe entsprechend abändern, das habe ich jetzt vergessen. Dann alles markieren, kopieren, rüberführen und das ganze Spiel wiederholen wir dann eben noch dreimal, bis wir zu Ende sind. So, wenn wir fertig sind, dann speichern wir das Ganze und schauen uns doch nochmal an, was wir jetzt gebaut haben. Wir haben hier die geänderte Textur für die Werbetafeln. Einen Ordner drüber haben wir noch die Definitionsdatei. Schauen wir sie uns nochmal kurz an, in der eben definiert ist, wie diese Texturmodifikation benannt ist, ob sie gerade aktiv ist und wo sich die geänderten Dateien befinden. Dann wechseln wir mal ins Spiel und schauen uns unsere Modifikation an. Zum Abschluss möchte ich jetzt euch noch zeigen, wie ihr eure Modifikation in den Steam Workshop hochladen könnt. Und zwar benötigt ihr dafür ein Tool, die Steam Command Line Application. Und die könnt ihr über den Link, der in der Videobeschreibung zu finden ist, herunterladen. Das ZIP-Datei, was ihr darunter lädt, packt ihr dann in ein entsprechendes temporäres Verzeichnis oder eben auch ein dauerhaftes Verzeichnis, wie es euch lieber ist. Lest euch die Wiki-Seite durch und dann findet ihr euch auch zurecht. Um das Ganze hochzuladen, empfiehlt es sich, einen eigenen Work-Folder dafür zu erstellen, denn ihr müsst zwei Dateien erstellen. Einmal eine Vorschau-Datei und eine VDF-Datei, in der definiert ist, wie die Modifikation aufgebaut ist, quasi die Argumente, die ihr diesem Steam-Tool mitgibt. Schauen wir uns diese Datei doch mal an. Und zwar ist hier ein Workshop-Item im JSON-Format definiert. Zuallererst wird angegeben, für welches Spiel das ist. Diese App-ID ist fest definiert. Dann müsst ihr angeben, in welchem Ordner sich der Modifikationsinhalt verwendet, das ist der Pfad zum Staging-Verzeichnis. Dann eine Preview-File, diese entsprechende, die ich gerade genannt habe, einfach ein Screenshot vom Spiel machen, reinstellen. Eine Angabe über die Sichtbarkeit, 0 bedeutet in dem Fall, dass es für jedermann sichtbar ist, 1 nur für eure Freunde und 2, dass es ein verstecktes Item ist. Den Titel der Modifikation, die Beschreibung und die Änderungshinweise. Nun starten wir das Steam-Tool. Zunächst müsst ihr euch anmelden, das heißt, ihr gebt ein Login, Username, Passwort. Danach kann es euch passieren, wenn das das erste Mal ist, dass ihr das Ganze startet, dass ihr, wie ihr das schon vermutlich vom Client gewohnt seid, eine Benachrichtigungs-E-Mail bekommt, in dem ihr einen Code eben hinterlegt habt, den ihr nun eingeben müsst.
quasi die Zwei-Wege-Authentifizierung. Sofern das alles durchgelaufen ist und in Ordnung ist, seht ihr dann, dass ihr nun eben entsprechend mit dieser Konsole arbeiten könnt. Um die Modifikation hochzuladen, geben wir einen Workshop Build Item, jeweils mit Unterstrich getrennt, und kopieren bei gedrückter Shift-Taste und Rechtsklick auf die Datei den Dateinamen bzw. den Dateipfad, den vollen, und fügen ihn in der Kommandozeile wieder ein. Das Ganze bestätigen wir nun mit Enter und schon geht eure Modifikation in den Steam Workshop. Nach kurzer Zeit ist der Upload dann auch erfolgt, wie ihr hier sehen könnt, und wir können die Konsole entsprechend beenden. Werfen wir noch mal einen kurzen Blick in die Definitionsdatei. Nun können wir hier nämlich einen neuen Eintrag sehen, die Published File ID. Ein Hinweis darauf, dass unsere Modifikation eben im Workshop eben integriert ist. Und eben, wenn ihr noch irgendwas an der Modifikation ändert, dann wird dieses Workshop-Item eben geändert und nicht mehr neu hinzugefügt.